Hallo, Jörg Fuhrmann hier, mal mit einer kleinen Spezialität, einer besonderen Spezialität, und zwar mit jener, wenn du dich ein bisschen auskennst oder wenn du vielleicht Anthroposophin bist, dann wirst du das hier kennen. Ja, das ist eine sogenannte Jamswurzel, die hier sogar gerade anfängt zu keimen, wie ich sehe. Die Jamswurzel ist ein ganz spannendes Gewächs, wie man schon sieht. Ich halte es mal näher in die Kamera. Ja, also die hat so ganz feine Haare quasi, wie Antennen. Die wachsen, also diese Ranken, die aus der Pflanze wachsen, die gehen nachher bis zu 15 Meter hoch. Ein irres Gerät. Die Jamswurzel oder die Jamswurzeln generell stammen ursprünglich aus China und sie haben bis irgendwie 600 Gattungen, also eine irre Diversität. Die Fachbezeichnung ist dieser speziellen Gattung Dioscorea batatas, und diese spezielle Art, das ist die sogenannte Lichtwurzel, oder sie wird auch Lichtwurzel genannt von Anthroposophen. Der Rudolf Steiner hat die im Grunde wieder entdeckt und nach Europa, schwerwiegend Deutschland, gebracht und hat sie als Ersatz für die Kartoffel angestrebt. 1840 gab es ja diese große Knollenfäule, und da hat die dann also auch als Ersatz gedient. Und es hat sich dann nicht durchgesetzt bis dato, weil der Anbau einfach viel, viel schwieriger ist und muss alles per Hand gemacht werden, ja, geht nicht maschinell. Das Spannende ist eben, dass jetzt bei einigen Demeterhöfen, Bauernhöfen, diese Jamswurzel oder Lichtwurzel nach wie vor angebaut wird. Die Frage ist, warum heißt sie eigentlich Lichtwurzel und was hat Steiner daran so fasziniert? Er hat also gesagt, dass diese Wurzel den Lichtäther einfängt und transportierbar macht. Und das sagen auch die Chinesen. Also die essen diese Wurzel, also in China und auch in Japan wird diese Wurzel viel mehr gegessen und gilt als Hauptnahrungsmittel, so ähnlich wie eben bei uns Kartoffeln. Die Kartoffel kommt aber ja auch ursprünglich nicht von hier, wie wir ja wissen, sondern aus Übersee. Also man könnte sagen, diese Lichtwurzel hier ist quasi das Pendant zu den Kartoffeln, nur eben nicht aus dem Westen kommend, sondern aus dem Osten kommend. Also die asiatische Medizin sagt, dass das Qi besser zirkuliert und besser fließt, dass der Geist belebt wird. Bei längerer Einnahme soll sich auch die Intelligenzleistung verbessern. Ich weiß nicht, inwieweit das untersucht worden ist. Aber was auch für mich ganz spannend ist, ist der Aspekt, dass, oder vielleicht für dich jetzt auch, dass eben auch körperliche Verhärtungen oder Blockierungen damit in den Fluss gebracht werden können und sich anfangen aufzuweichen. Für Frauenbeschwerden ist es auch eine ganz interessante Wurzel, kannst du ja vielleicht mal nachlesen. Dann ist es eine Wurzel, die, wenn man die kaut, man schneidet die dann vielleicht einfach so ab, ja, das ist jetzt ein Porzellanmesser, dann hat man da so ein Stück, ja, sie sieht so weiß aus dann. Man nimmt die dann in den Mund. Und fängt dann an, die zu kauen. Und kaut, kaut. Ja, und man kaut da also wesentlich länger drauf rum als ich jetzt. Die hat also einen, geschmacklich ist es irgendwie nach nichts, also fast nach nichts. Sie wird aber sehr schnell beim Kauen sehr schleimig. Und das ist genau das, worum es auch geht. Wenn man das also eine Weile im Mund zirkulieren lässt, da fängt ja der Verdauungstrakt schon letztendlich an, dann bildet sich so eine schleimige Substanz. Und das kleidet hinterher anscheinend die Magengänge, die Magenschleimhaut aus.
und wirkt sich eben sehr, sehr positiv auch auf den Magen aus und auf den Darm aus. Und wie wir alle wissen, ist die Darmgesundheit ganz, ganz wesentlich. Der Tod beginnt bekanntlich im Darm und die Gesundheit auch. Und wie wir eben auch heute wissen, interagiert mit dem Magen und Darm nicht nur der Vagusnerv, sondern eben auch unsere Psyche als solches. Das heißt, wenn das Mikrobiom und so weiter, wenn das in Ordnung ist, ja, dann geht es uns psychisch auch besser. Da gibt es jetzt verschiedene Studien schon zu, wenn da das Mikrobiom verbessert wird, dann ist der Mensch insgesamt psychisch, mental auch viel, viel besser drauf. Das habe ich schon früher immer gesagt, als ich noch mit Gewichtsreduktion und so weiter gearbeitet habe, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist. Du kannst am mental alles Mögliche versuchen und machen wollen und am Ende des Tages ist ganz viel, sind auch Impulse von Bakterien, Pilzen und sonst was, die irgendwie ihr Futter haben wollen. Und du kämpfst dir da die ganze Zeit einen ab. Also es macht schon durchaus Sinn, das Milieu auch entsprechend ja, zu beeinflussen und positiv zu verändern. Und viele Menschen, die psychische Probleme haben, haben ja auch Probleme in diesem Bereich. Und von daher, ja, macht es vielleicht Sinn, dass du dich mal mit der Jamswurzel beschäftigst. Wie gesagt, dies ist keine medizinische Beratung. Die müsstest du dir dann bei einem Heilpraktiker oder Arzt oder Ernährungsberater deiner Wahl abholen. Also, in diesem Sinne, ein kleiner Impuls von Jörg Fuhrmann vom Freimaum-Institut. Schöne Grüße von mir und der Lichtwurzel. Tschüss.